Sommerabend der Wirtschaft in Wiesbaden. Das Schloss Biebrich bot die Kulisse für die mittlerweile schon traditionell von Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer und Verlagsgruppe Rhein-Main ausgerichteten Veranstaltung. Diesmal gab es den Messe-Report. Hessische Unternehmen und damit wir alle, die hier vertreten sind, haben exzellente Voraussetzungen. Den Unternehmen geht es gut, sie haben die Kraft dafür für diese Veränderungen. Und von daher denke ich, haben wir eine gute Voraussetzung, auch in Zukunft entsprechend zu gestalten, sodass das eigentlich so weitergeht, wie es in der Vergangenheit war. Kurz, es geht uns wirtschaftlich im Kern des Rhein-Main-Gebietes sehr gut. Der Konjunkturmotor in der Wirtschaftsregion Wiesbaden läuft in vollen Touren. Die Unternehmen wollen verstärkt investieren, Mitarbeiter einstellen und exportieren. Sowohl die Geschäftslage als auch die Erwartungen haben sich nach dem starken Jahresauftakt weiter verbessert. Wir haben sehr gute Konjunkturaussichten. Die Betriebe sind ausgelastet und man sagt, ja, der eine oder andere muss halt unsere Auftragsbestände ein bisschen warten. Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir Fachkräfteenge hinzufügen. Deutschland auf dem Weg zur Hochkonjunktur, die Beschäftigung erreicht ein Rekordniveau, die Löhne und Gehälter steigen. Also ich habe mal im Wirtschaftsstudium mal gelernt, sowas nennt man eine goldwürdige Ökonomie. Und ich habe damals nicht gedacht, dass ich das sozusagen mal erleben könnte. Anfängliche Schauer waren im Verlauf des Abends schnell vergessen. Kulinarische Angebote, die dazu passenden Getränke und musikalische Unterhaltung boten den passenden Rahmen für Gespräche, Kontaktpflege oder einfach nur Spaß für das Unternehmertum aus Wiesbaden und Umgebung. Beim Sommerabend der Wirtschaft 2017.